made by the community. Hallihallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Star Citizen. Heute wollen wir uns die Updates zur Banu Merchantman anschauen, die im Zuge der CitizenCon 2951 vorgestellt wurden. Die Banu Merchantman, das wissen wahrscheinlich die meisten von euch, ist das größte vom Banu Protektorat angekündigte Händlerschiff. Es soll ein fliegender Bazar werden, der eben einen Marktplatz und auch eine Menge Frachtkapazität beinhaltet. Grundsätzlich sind die Banu ein friedliebendes Händlervolk, die sich allerdings zu verteidigen wissen, wenn es darauf ankommt. Es galt hier also, nicht nur designtechnisch, sondern auch funktional einige Herausforderungen zu bewältigen. Wir beginnen, genau wie im Ship Talk auch, mit dem Exterior, also der Außengestaltung der Banu Merchantman. Zuerst sprechen die Entwickler darüber, dass die Merchantman nochmal etwas wachsen musste. In der letzten Zeit war sie immer mit 160 Metern Länge und 160 Metern Breite angegeben, was schon ein echt großes Schiff bedeutet hätte. Jetzt ist sie nochmal etwas gestiegen, eine genaue Größe wurde hier zwar nicht genannt, aber aufgrund der Bilder, und wenn man die mal mit Lineal ein bisschen abmisst und in Vergleich bringt, sollte sie um die 193 Meter haben, die sie lang und eben auch breit ist, denn die Form an sich hat sich nicht viel verändert. Dieser Größenanstieg ist vor allem die Folge davon, dass versucht wurde, alle Interiors, also die Brücke, der Frachtbereich, der Bazar und alles, was es nachher in diesem Schiff gibt, mal zusammen im Schiff zu integrieren. Bisher hat man sich diese Bereiche bei CIG immer nur einzeln angeschaut und so grundsätzlich gedacht, dass das passt. Jetzt hat man aber wirklich mal eine Aufteilung im Schiff gemacht, geguckt, dass alles untergebracht werden kann und dann war dieser Größenanstieg eben nötig. Vor allem die geplante Synergie zwischen der Banu Merchantman und der Banu Defender, dem Fighterschiff der Banu, sollte weiterhin gewährleistet sein und das führt eben auch dazu, dass die Defender einen eigenen Raumschiff-Hangar vor der Brücke positioniert bekommen hat. Dieser Hangar musste natürlich ebenfalls ins Schiff passen und war auch ein ausschlaggebender Punkt dafür, dass das Schiff nochmal etwas größer werden musste. Sie dürfte dann tatsächlich mit ihren 193 Meter auch Capital-Größe erreicht haben und somit kann man nur jedem applaudieren, der das Schiff zum ursprünglichen Preis von damals $250 gekauft hat. Sie ist ja dann zwischenzeitlich ein paar Mal angestiegen auf $350, mittlerweile liegt sie bei $500 und ich wette, dass nach diesen gezeigten Bildern und den vorgestellten Konzeptarbeiten die Merchantman bei der diesjährigen Intergalactic Aerospace Expo nochmal im Preis steigen wird und wir am Ende bei Flight-Ready-Status die $1000, wenn nicht sogar mehr, erreichen werden. In den letzten Jahren haben sich auch die Entwicklungsprozesse bei Cloud Imperium Games geändert und somit hat man die Merchantman hin auf Player Experience, also die Erfahrung, die der Spieler nachher beim Spielen hat, hin entwickelt und weniger die Coolness in den Vordergrund gestellt. Obwohl das Schiff, und das werden wir gleich auf vielen Zeichnungen und Concept Arts sehen, auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Coolness hat, aber sie soll später eben auch gut zu bedienen sein. Man soll überall gut durchkommen und überall gut drankommen und auch daraufhin hat man eben das Interior gestaltet. Bedingt durch diese besprochene Größe passt sie so leider in keinen der Hangars, die es aktuell im Verse gibt. Selbst die Capital Hangars für die 890 Jump oder ähnliche sind nicht groß genug, um das Schiff so fassen zu können. Deswegen haben sich die Entwickler ausgedacht, dass die Ausleger, die Flügel, wie man sie auch immer nennen möchte, links und rechts eingeklappt werden können, wenn sie denn auf einem Pad landet. Das ist natürlich auch alles noch nicht final, diese Animationen hier und so, das soll einfach nur andeuten, dass es eben angedacht ist, dass die Flügel sich einklappen lassen, damit sie eben auf ein Standard-Landing-Pad im Stanton-System zum Beispiel draufpasst. Wie die Entwickler angeben, ist die Merchantman bisher das schwierigste Schiff für das Star Citizen-Team, da es nicht nur besonders groß ist, sondern auch unglaublich viel beinhaltet, dazu noch ein Alien-Schiff ist, von der Designlinie her fast neu entwickelt werden muss, auch wenn natürlich die Defender der Style Guide für die Banu Merchantman ist, wird diese aber trotzdem innen drin etwas weniger organisch und etwas mehr nach Raumschiff aussehen als die Defender selbst. Außerdem ist das äußere Erscheinungsbild von vielen beweglichen Teilen überzogen, die natürlich ebenfalls gestaltet werden müssen. Das Gute an diesen Teilen ist allerdings, dass die nicht physisch miteinander verbunden sein müssen, wie zum Beispiel bei Schiffen der menschlichen Rasse.
Wir haben hier viel Xi'an-Technologie drin und eben diese ja, Hover-Teile oder freischwebenden Teile, die sich hier eben bewegen können. Neben den Auslegern bzw. Tragflächen, die sich nach oben klappen, und der Hangar Bay für die Defender haben wir auch verschiedene Waffensysteme, die sich an Bord verstecken lassen. Ich hatte ja schon mal erwähnt, die Banu sind grundsätzlich ein friedliebendes Händlervolk, deswegen wollen sie mit ihrer Waffenmacht nicht provozieren. Die Banu Merchantman ist aber sehr gut bewaffnet, wie sich jetzt in diesem Ship Talk zeigt. Die vordere Hauptbewaffnung hat das Schiff behalten und somit finden sich im Bug versteckt zwei Size 8 Tachyonenkanonen, die sehr starke Feuerpower haben sollten. Außerdem hat sie oben auf der Spitze in dieser Kuppel, die sich ebenfalls wegklappen kann, einen bemannten Turm mit jeweils zwei Size 5 Waffen. Obendrauf, links und rechts neben der Brücke, hat sie zwei Waffen, die fast klein aussehen. Das sind aber trotzdem Waffen, die auch ein Fighterschiff beinhaltet. Ich tippe also mal um die Size 3. Und das sind Point Defense Auto Turrets, die also dazu dienen sollen, Raketen und Torpedos abzufangen. Zwei weitere solcher Waffen hat sie auf der Unterseite und somit ist sie oben und unten mit 360 Grad drehbaren automatischen Abwehrgeschützen sehr gut geschützt. Zwei weitere Remote Turrets mit jeweils zwei Size 4 Waffen kommen auf der Unterseite noch hinzu, die von der Brücke gesteuert werden können. Der Arm an der Unterseite der Banu Merchantman ist multifunktional. Im gelandeten Zustand ist es die Rampe bzw. die Einstiegsmöglichkeit für Kunden des Bazars. Auf der anderen Seite soll dieser Arm im Flug in der Lage sein, die Defender zu betanken und unterstützt somit auch wieder die Synergie zwischen der Defender und der Merchantman. Apropos Einstiegsmöglichkeit zum Bazar. Wenn sich dieser Eingang dann öffnet, sollen Tücher und Stoffe aufklappen oder erscheinen, die ebenfalls an einen Bazar und einen Markt erinnern. Außerdem können sich die Entwickler, wenn man die Treppen hinaufschreitet, vorstellen, dass links und rechts Projektionen der Artikel erscheinen, die später im Markt erworben werden können. So eine Art Plakatwerbung aus dem Jahr 3000. Damit kommen wir dann zum Frachtbereich. Sie hatte ja mal über 3000 Frachteinheiten. Das waren aber noch nicht die heutigen Standard Cargo Units, sondern eben Freight Units. Als die Entwicklung jetzt am Schiff wieder aufgenommen wurde, war man sich auch nicht sicher, ob der Frachtraum eigentlich intern im Schiff liegt oder extern am Schiff angebracht ist. Ganz ursprünglich war es mal angedacht, dass die Fracht unterm Schiff hängt und komplett nach unten gefahren werden kann. Das hätte allerdings den Eingang zum Bazar blockiert, deswegen hat man sich dazu entschieden, den Frachtraum intern zu gestalten und, wie auf diesem Bild hier zu sehen ist, nur die vordere Abteilung absenkbar zu machen, um den Frachtraum entsprechend zu beladen. Hier sehen wir mal ein Muster für das Exterior-Komplett-Design, wobei sich das natürlich auch noch ändern kann. Es wird sich aber an diesem Design auf jeden Fall orientieren und sieht damit natürlich auch sehr harmonisch aus zur Defender, die ja ebenfalls an der Außenseite viel Gold und schimmernde Elemente hat. Mir gefällt das Design, die Entscheidung, den Frachtraum nach innen zu verlegen, damit er vor Angriffen sicherer ist, und auch die Entscheidung, dass die Merchantman einen Hangar für die Defender bekommt, wahnsinnig gut. Die Merchantman ist auf einem tollen Weg und ich bin gespannt, mit euch jetzt das Interior erleben zu können. So wie auf diesem Bild zu sehen, sollte die Merchantman einmal aussehen. Und das war natürlich schon ziemlich groß, aber vor allem auch noch ein gutes Stück einfacher gedacht, als sie jetzt am Ende wird. So, liebe Freunde, soll die Merchantman jetzt aussehen. Und das ist, wie die Entwickler sagen, selbst schon die Version 3.0 der Banu Merchantman, weil sie eben schon ein paar Mal in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahren, auch mit anderen Schiffsfertigungsprozessen versucht haben, die Merchantman zu bauen. Jetzt haben sie aber, wie eben schon erwähnt, endlich geschafft, alle Bereiche im Schiff unterzubringen, die sie unterbringen wollen, diese auch alle selbst in sich richtig dimensioniert, und somit sind wir auf einem ziemlich guten Weg, denn das Schiff befindet sich ja aktuell auch in der Fertigstellung, um es flight ready zu kriegen, und soll bis Mitte nächsten Jahres ins Spiel kommen. Bei dem Design des Innenraums haben vor allem sinnvolle Wege und gute Navigation im Vordergrund gestanden.
In diese blauen Bereiche hier sollen Kunden kommen. Das heißt also, Marktbesucher haben ihren eigenen Eingang, diese Rampe mit den Tüchern und den holographischen Projektionen, von denen wir eben gesprochen haben, einen eigenen Aufzug, der sie in die Marktbereiche oder in den Konferenzraum über den Marktbereichen führt und eben natürlich auch den Gang zum Docking-Collar, der ein bisschen weiter vorne im Schiff liegt. Die Crew-Bereiche sind von diesen öffentlichen Bereichen komplett getrennt. Natürlich kann die Crew auch in die Marktbereiche kommen, logischerweise, da müssen ja auch Verkäufer und so rein. Aber normalerweise ist es nicht gedacht, dass Besucher des Markts in die Crew-Bereiche kommen. Deswegen gibt es auch einen eigenen Crew-Elevator, wie ihr sehen könnt, eine eigene Crew-Einstiegsrampe am Heck des Schiffs und, wie gesagt, sämtliche anderen Bereiche wie der Hangar für die Defender, die Brücke, die Zugänge zu den Geschütztürmen oder dem Engineering-Bereich von den Triebwerken ist nicht für den öffentlichen Publikumsverkehr geöffnet. Der Basar selbst ist auf 2 Etagen aufgebaut und jede Etage hat 4 Shops. Insgesamt hat die Bano Merchantman also 8 Shops, die wir auf diesem Bild hier auch sehen. In der zentralen Mitte haben wir hier jetzt mal designmäßig angedeutet so eine Qualle, die holographisch projiziert in der Mitte des Raums schwebt. Sieht also schon sehr nach Basar und nach Handelszentrum aus. Außerdem sehen wir natürlich viel Gold und edle Materialien, die auch zum Design der Bano und ihrem Lebensstil passen. Hier sehen wir mal eine Aufnahme, wie sich die Entwickler den Korridor zwischen dem Aufzug rechts und dem Besprechungsraum links vorstellen. Im Hintergrund haben wir dann die Zugänge zu den Gastquartieren. Auch hier sehen wir natürlich wieder viel Gold, viel Beleuchtung, holographische Projektionen und ach, das wird einfach fantastisch. Schaut mal hier auf der linken Seite, das sieht aus wie ein großer schwebender Edelstein oder sowas. Also, das wird schon richtig, richtig schick. Im nächsten Bild kommen wir dann zum Konferenzraum, also dem Besprechungsraum, in dem wichtige Handelsentscheidungen oder Händlerentscheidungen getroffen werden. Der wurde auch wesentlich größer als ursprünglich im Schiff mal angedacht, weil einfach die Gesamtgröße des Schiffs wachsen konnte. Ist eben auch dieser Raum gewachsen und der soll auch einen guten Blick auf den Frachtraum freigeben, damit man praktisch über das Gut, über das man gerade verhandelt, auch optisch die Oberhand behalten kann. Auch der passt natürlich stilistisch total gut in die anderen Bereiche, die wir bisher aus dem öffentlich zugänglichen Bereich gesehen haben. Weiter geht's zu den Gastquartieren, die wir über den eben gezeigten Korridor erreichen können. Und die aussehen wie ein Zimmer aus 1001 Nacht, wie ihr hier sehen könnt. Auch hier spielt die Organik, also die organische Bauweise, natürlich eine Rolle. Auch wenn ich eben sagte, dass das etwas weniger sein wird als bei der Defender. Das finde ich, kann man hier ganz gut sehen. Die Defender selbst sieht ja so ein bisschen aus wie ein Haifischbauch innen drin. Also richtig mit einem Gerippe aufgebaut. Und hier haben wir trotzdem organische fließende Linien. Aber eben nicht mehr ganz so, als wären wir jetzt in einem Tier oder in einem Baum oder so, sondern ja, einfach schön gemacht. Die Wohnräume sind natürlich komfortabel ausgestattet, ebenfalls mit viel Gold versehen. Und der Toilettenbereich ist durch eine Zwischenwand vom Rest des Zimmers getrennt. Diese seht ihr auch hier in der linken Seite. Und somit soll hier auch eine fließende Bewegung im Raum entstehen, ohne Wände und Türen. Aber man möchte natürlich trotzdem, zum Beispiel bei der Toilette, seine Privatsphäre haben. Wir haben viele Stühle, Tische und sogar Lampen, die mit Gian-Technik ausgestattet sind und somit schweben können, ähnlich eben wie die Sitze in der Defender. Damit kommen wir dann zum Crew-Bereich, der sich optisch doch etwas vom öffentlichen Bereich abgrenzt. Hier haben wir zum Beispiel einen technischen Verbindungsgang. Hier auf dem nächsten Foto sehen wir eine Verbindung zwischen Marktplatz und Docking. Der ist ja noch so ein bisschen für die Öffentlichkeit zugänglich, also wenn sie natürlich mit einem anderen Schiff andocken, dann können sie diesen Bereich oder diesen Gang hier nutzen, um zum Markt zu kommen. Ganz nettes Detail übrigens, man sieht hier ja diesen grünen Ring am Ende und man hat sich überlegt, wie macht man das denn, dass man anzeigt, die Dockingschleuse ist zum Beispiel sicher, man kann da durchgehen. Man wollte Displays und Ähnliches vermeiden und so hat man sich für diesen grünen Ring entschieden, der dann vermutlich später drin sein wird. Wenn der also rot ist, kann man nicht durch. Wenn der grün ist, ist der Bereich dahinter sicher. Hier kommen wir dann zum wirklichen Crew-Bereich und Habitation für die Crew.
Das hier sieht so aus wie der Bereich, in dem das Essen eingenommen wird. Wir sehen immer noch organisch fließende Formen, viel Gold, aber nicht mehr ganz so pompös wie der öffentliche Bereich im Markt. Dieses zentrale Gebilde hier in der Mitte ist übrigens die Essensausgabe, wo man sich also sein Essen wählen kann und das kommt dann aus dem Boden heraus in diese Vorrichtung gefahren, wo man es dann entnehmen kann, so haben jedenfalls die Designer hier erzählt, dass die Grundidee ist. Man hat auch irgendeinen Namen gesagt, irgendwas mit Magic, habe ich aber nicht ganz verstanden. Sorry, vielleicht habt ihr ja richtig zugehört und könnt sagen, wie dieses Gebilde am Ende heißen soll. Damit kommen wir in den nächsten Bereich, und zwar in den Engineering-Bereich, also den Maschinenraum des Schiffs. Der befindet sich natürlich an der hinteren Seite und sieht, wie ihr auf dem Bild sehen könnt, unglaublich futuristisch und cool aus. Es gibt insgesamt 3 Ebenen in diesem Maschinenraum, die durch kleine Lifts miteinander verbunden sind. Und die große mittlere Engine, also das große mittlere Triebwerk, das rotiert. Und dadurch sollen Lichtspiele, wie man hier auch schon so andeutungsweise sehen kann, im Maschinenraum entstehen. Also das stelle ich mir auch wahnsinnig cool vor. Auch akustisch soll man das Triebwerk laufen hören oder die Triebwerke. Und wenn da eine Fehlfunktion auftaucht, sollte man das also an der Farbe und eben auch akustisch wahrnehmen können. Es wird eine ganz, ganz neue Erfahrung, glaube ich. Und auch gerade für die Engineer an Bord richtig, richtig cool. Damit kommen wir dann zum Cargo-Bereich bzw. hier zum Cargo-Kontrollraum, von dem aus ein großer, massiver Arm, Frachtarm gesteuert werden kann, der diese 32 SEU-Frachtcontainer bewegen kann, die man hier ebenfalls auf dem Bild sieht. Damit werden wohl Frachten grundsätzlich in der Merchantman verstaut. Bei solch großen Frachträumen geht man also nicht mehr auf die kleinen Einzelkisten. Ich tippe mal aus Performancegründen. Und die 32 SEU-Cargo-Container werden vermutlich auch das größte an Cargo-Containern sein, was man später als Citizen besitzen und mit dem man handeln kann. Ich tippe also auch, dass die Hull-Serie mit diesen 32 SEU-Frachtcontainern ausgestattet ist. Eine der wichtigsten Informationen ist natürlich die neue Frachtkapazität der Banu Merchantman und die liegt nach Aussagen der Entwickler bei ca. 2800 SEU. Wir haben also natürlich ein paar verloren, aber ich finde das noch durchaus in Ordnung und vertretbar, zumal die Entwickler sagten, dass die Hull C bei ca. über 3000 liegen wird. Die hat also auch nicht mehr ihre 4500 von damals, sondern ein bisschen über 3000. Das ist jetzt natürlich auch eine lockere Angabe, zumal die Entwickler nur gesagt haben, die Hull-Serie, also da gibt es ja Hull A, B, C, D und E, aber ich tippe mal, dass hier im Bereich der Merchantman schon die Hull C gemeint ist und dass die dann eben etwas über 3000 liegt. Also ein bisschen mehr hat sie dann natürlich, aber dafür ist die Fracht bei der Hull-Serie natürlich außen und offen liegend somit dann auch angreifbarer für Piraten und so. Ansonsten ist der Frachtraum natürlich überwältigend groß. Vorne können wir natürlich dann auch noch ein Fahrzeug mitnehmen, wenn wir das wollen. Und das ist schon eine Menge Fracht. Ja, also sehr, sehr cool. Sieht auch ein bisschen organisch aus. So ein bisschen den Gerippen von so einem Haifisch oder so einem Wal angeglichen. Aber trotzdem eben schon ein bisschen mehr nach Raumschiff. Ja, da haben die Entwickler auf jeden Fall nicht zu viel versprochen, sondern das ist genau so, wie man sich das dann vorstellt. Und oben haben wir eben diese Schiene, die man sieht, wo der massive Frachtarm dranhängt, mit dem man dann diese 32 SEU-Frachtcontainer bewegen kann. Zu guter Letzt kommen wir dann zum Herzstück des Schiffs, von dem aus alles gesteuert wird, und zwar die Brücke. Ja, die ist über mehrere Etagen aufgebaut, wie ihr hier sehen könnt. Wir haben, wie die Entwickler sagten, auch noch auf dem unteren Deck Seitengänge, wo die Banu ein bisschen Privatsphäre für sich finden. Ich glaube, die haben gesagt, zum Beten oder eben, wenn sie mal kurz einen Raum brauchen, in dem sie ein bisschen in sich gehen können, sowas in der Richtung. Ja? Also auch da gab es noch mal so ein paar Spielereien. Man hat versucht, ein bisschen auf die Lore der Banu zu gucken. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir hier natürlich einige Komponentenzugänge haben und vielleicht auch ein paar Fächer für FPS-Waffen oder ähnliches, ja, dass man sich hier halt zur Not bewaffnen kann, wenn es Ärger an Bord gibt. Denn ich denke mal, dass die Crew sich während eines Fluges und eigentlich auch während der Markt dann am Boden läuft, hauptsächlich in diesen Bereichen hier aufhält, um die Kontrolle über das Schiff zu behalten. Die Crew soll übrigens aus 8 Personen bestehen, im besten Falle. Also ich würde hier mal die Max-Crew mit 8 Personen angeben.
die Minimum Crew, dazu wurde aktuell noch nichts gesagt, aber naja, das werden wir, denke ich mal, im Zuge der weiteren Entwicklung vielleicht in den nächsten Inside Star Citizens dann irgendwann sehen. Wie ihr also sehen könnt, ist die Merchantman nichts, was wir bisher im Spiel gesehen haben, und sie ist ein wahrer Koloss, Leute. Das ist wesentlich mehr Schiffsinhalt, als es zum Beispiel bei der 890 Jump der Fall ist. Bei der haben wir ja eigentlich vorne nur den Hangar und ansonsten haben wir eigentlich nur eine halbe 890 Jump, die tatsächlich richtig mit Leben gefüllt ist. Hier in diesem Schiff haben wir wirklich, wirklich, wirklich einiges an Inhalt mehr. Ja, es ist auch vom Korpus her dicker und fetter und es wird ein wahnsinnig interessantes Schiff im Star Citizen-Universum sein. Das sind aber auch alle Informationen aus dem Ship Talk der CitizenCon 2951 zur Merchantman gewesen. Ich hoffe aber, dass heute genauso viele neue Informationen für euch dabei waren wie für mich. Und ich hoffe natürlich auch, dass ihr bei einem meiner nächsten Videos wieder einschaltet. Bis dahin, wegtreten!